Moin Moin, Kusaska hier zu einer neuen Rundenauswertung in World of Warships. Da Fuchs 2021 in seiner Slava hat uns dieses Replay hier eingeschickt. Wir sind auf zwei Brüder, Herrschaftsmodus. Schauen wir mal, was er uns hier so Schönes zu zeigen hat. Läuft alles? Ja, sehr schön. Also, schon mal vorweg, wir haben ja jetzt erstmal wieder ein bisschen Fahrt vor uns. Wenn ihr auf der Suche nach einer, nicht Kampfgruppe, aber nach einem Clan seid, so heißt es ja hier in World of Warships, könnt ihr uns gerne anschreiben. Wir haben da gerade erstmal ein bisschen Platz geschaffen für weitere Leute. Wäre schön, wenn diese dann auch aktiv sind, auch wenn dann mal nicht jemand Zeit hat zum Mitspielen. Weil wir zum Beispiel immer erst ab 21 Uhr fahren, dass man da mal tagsüber da ist, ist relativ schwer. Aber es würde mich total freuen, wenn wir in Zukunft mehr werden und halt auch da dann in Richtung Community-Sachen irgendwas machen können. Da hätte ich total Bock drauf in World of Warships. Und ja, das soll es im Großen und Ganzen gewesen sein. Das ist uns relativ egal, was schon freigeschalten ist. Hauptsache, ihr habt Spaß am Spiel und alles andere kann man dann über die Zeit regeln. Also gerne auch Anfänger, gerne da mal den Link in der Bio oder in der Beschreibung verfolgen und da dann Schiffskamerad werden, beziehungsweise halt auch so noch ein paar Goodies mitnehmen. So. Aber jetzt soll es hier um das Replay gehen. Slava, ein sehr starkes Schiff, aber halt so ein typisches Kartenrandschiff, was immer hinten irgendwo rumguckt und dann die Granaten dafür aber sehr präzise nach vorne ballert. Ja, für den Nahkampf auf jeden Fall nicht geeignet. Da wird die ruckzuck zusammengeschossen und davon abgesehen auch weich. Frontal tankt ihr einiges weg, aber sobald das irgendwie in die Aufbauten geht oder generell, da ist sie sehr weich und brennt vor allen Dingen auch gerne. Habe ich schon öfters mal so sehen dürfen. So, das übliche Geplänkel hier am Anfang. Wie konnte man das hier eigentlich erstellen? Ich wusste es mal. 17 Minuten 37 stehen uns noch bevor. Eieiei. Ja, dann guck mal, der erste Beschuss kommt rein und er ist vor allen Dingen auch aufgegangen. Gefährlich. Wenn ich raten müsste, ist es das Schiff Zerstörer, was da im Cap steht. Oh, Wisconsin. Die steht richtig schön breitseite. Das könnte gleich richtig Aua tun. Sandra steht da auch so. Und dann. Oh, Fuchs, kannst du doch nicht tun. Ja, Kinder, das war die erste Salve der Slava. Hier in dieser Runde. Drei Zitadellen. 45.917 Schaden, so rum. Ja, Wisconsin bedankt sich. Aber ganz ehrlich, wer so breitseitig wird, der hat es auch nicht anders verdient. So, zweite Salve kommt. Mal gucken, ob es mit der auch klappt. 7 Treffer hat er da gerade gemacht gehabt. Und die gehen, nein, Abpraller, nicht Durchschlag. Das ist halt tatsächlich eine Krankheit bei der Slava, dass sobald das Schiff nur ein bisschen gewinkelt hat, gehen die Granaten nicht durch. Das ist ein bisschen nervig. Fuchs, ich wäre persönlich auf den Zanderer gegangen, statt der Wisconsin. Aber soll er mal machen. Er weiß ja, was er hier macht. So. Während er halt nur meine persönliche Einstellung jetzt gewesen. So, er ist trotz Rauchen so aufgegangen, weil Cleveland oder Wisconsin haben halt Sichtlinie auf ihn gehabt. Da ist nämlich eine kleine Lücke beim Nebel. Ja. Das Ding ist, Gegner hält alle Caps, bis auf einen. Und das eigene Team ist hier tatsächlich wenig motiviert, groß irgendwas zu machen. Ich muss mal kurz anhalten und was gucken. Wir haben 1, 2, 3, 4 Schlachtschiffe.
4. Jede Menge Kreuzer und auf jeder Seite 2 DDs. Wir machen das mal. Ach, größer geht's leider nicht. Ich hoffe, ihr seht es. Gucken wir mal gerade. Also die Yamato steht da hinten. Soweit so klar. Viel mitbekommen habe ich jetzt von der aber tatsächlich noch nicht, wenn es darum ging, nach vorne zu ballern. Davon abgesehen, dass die auch schön breitseitig steht. Ja, da ist eine Wisconsin und da ist ein Friedrich auf der anderen Seite. Und wenn ich mir die Aufteilung jetzt schon wieder angucke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schiffe, sagen wir mal 6 Schiffe und 2 sind in Zufahrt. Also 8 Schiffe versuchen sich jetzt auf D zu konzentrieren und 4 Schiffe platt zu machen. Während wir das gespiegelt auf der anderen Seite haben, da steht noch eine Jinan und eine Minotaur und die Alsace ist auch schon auf der Flucht, mehr oder weniger. Und wir haben da einen riesen Knubbel aus seinem Team, die da aber nicht so richtig aus dem Puschen kommen. Und das sind immer wieder Situationen, weshalb Runden verloren gehen. Wollte ich nur mal so kundtun. Also da nützt auch ab und zu mal der Blick auf die Minikarte und mal so ein bisschen durchzählen. Wie haben die sich denn eigentlich verteilt? Und darauf dann vielleicht mal seine Fahrweise und ähnliches überdenken. Weil das sieht hier schon wieder ganz gefährlich nach einer Niederlage aus. Jetzt ist nämlich nur die Frage, welches Team schaltet später, also später oder schneller auf der entsprechenden Seite und pusht hier durch. Weil wenn jetzt hier auf der Seite von Fuchs die Leute Druck machen würden, dann wäre hier gleich Feierabend. So, Brisbane hat einen Fehler gemacht. Gewaltigen Fehler. 31.000 Schaden, 2 Zitadellen, 4 Durchschüsse, 2 Durchschläge. Das macht man nicht. So, da. So, Cleveland wurde raustorpediert von der Minotau. Sehr schön. Jetzt schaffen die es tatsächlich hier auf der Seite noch, die Gegner zu breit zu hauen. Auf der anderen Seite ist auch. Naja, die Jinan. Warte mal. Das, also da muss man sagen, sein Team hat ja echt Glück, dass die Gegner genauso passiv spielen. Hätten die jetzt aggressiver gespielt, das wäre hier so nach hinten losgegangen. Das hätten die nicht aufhalten können. Und Kiten bringt da auch nichts. Nicht bei so einer Minotau oder einer Shimanto, wo da gerne mal auch die Zitadelle gefunden wird. Wieder 2 Nichtdurchschläge. Und bevor sich hier welche aufregen, das ist der Spielstil des Lava. Genauso wie der Yamato und der ganzen anderen. Ich bin mir am Kartenrand Schiffe. Wobei, Fuchs, du könntest jetzt mal ein bisschen eindrehen, weil du stehst ganz schön breit. Und ich glaube, die Granaten gehen wieder 2 Zitadellen. Ja, wir sind bei 108.000 Schaden, 7 Zitadellen, 26 Treffer, 2 Ausfälle. Er hat jetzt mal ein bisschen Beschuss abbekommen. Ihr seht daran auch, also die Slava frisst. Da ist nichts groß, pling plong. Die frisst HE so gut wie immer. Würde jetzt gerade stehen und nur die vorderen 2 Türme benutzen, dann würde das ein oder andere auch mal abprallen, also AP-mäßig. Aber mit der Slava am besten Beschuss vermeiden. Mag die nicht so. So, die Shimakaze taubt jetzt hier ordentlich ab. Ist natürlich gefährlich. Ein Glückstreffer kann man da immer mal landen. In der Mitte kommt jetzt die gegnerische Minotau. Wird gekontert von der Incheon. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. 10.000 auf die Wisconsin. Und er brennt. Der Fuchs. Der Fuchs brennt. Brandfuchs. So, wie nicht anders zu erwarten. Minotau hat die Incheon weggemacht. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. War aber auch so ein bisschen zu erwarten. Mino ist halt, was das angeht, richtig eklig. Reinfahren und da taucht ein gegnerischer Kreuzer auf. Da machst du, ja, Fischsalat draus. 2 Abpraller. Und da sehe ich für mich den großen Schwachpunkt des Lager. Also ich hab's auch. Werd aber nicht so richtig warm mit der. Also da musst du auf Fehler des Gegners so ein bisschen hoffen. Und wenn die wissen, dass ein Slava
da so kleine Pen-Probleme hat, wenn das Schiff mal so nicht steht, wie sie es braucht, dann spielen die halt auch so. Und dann machst du da nicht viel mit deiner Slava. So. Auf alle Fälle, sein Team, ihr seht es auf der Minimap, hat sich jetzt mal endlich dazu entschlossen, da richtig Druck zu machen. Auch wenn ich nicht verstehe, warum man da... Kann ich das... Nee, es geht ja hier nicht. Ah, verdammt. Warum ich nicht verstehe, warum da eine Hindenburg, eine Napoli, eine Worcester und ich sehe gar nicht das andere Schiff, was da noch ist. Sehr schöner Treffer. Das war die Brisbane. Die hat, also, der hat absolut nicht draus gelernt. Noch eine Zeterin zerstört. 8 Zeters, 38 Treffer. Ja. Dreimal Ausfälle. Was ich sagen wollte, auf Elfe, da so ein Knubbel zu fahren gegen eine Schima. Das kann richtig arg nach hinten losgehen. Versucht, das Meer auseinanderzuziehen, dass ihr weniger Fläche bietet. Das Ding ist, er hat jetzt aber noch ein paar Zitas, hat er wohl noch gemacht, hat er mir gesagt. So viel ist er aber gar nicht mehr dran an der Runde. Das verwundert mich ja gerade etwas. So, da ist die Pedro. Torpedos voraus. Ja, nie. Nie. 140.000 Schaden sind wir. Da ist der Sunderer. Oh, und der fährt richtig schön breitseitig. Aber da ist die Insel dazwischen. Kann er nicht drauf schießen. So, in der Mitte, die Minotaur. Ist natürlich perfekt gedeckt durch die Felsen da. Ich muss gleich mal was trinken. Wer ist denn... Ja, schön, Napoli, dass du da in deinem Knubbel Fuchs jetzt darauf hinweist, du sollst in der Mitte helfen. Finde ich gut. Wenn da 1, 2, 3, 4, 5 Schiffe auf einem Haufen richtig was zur Runde beitragen. Die Shimakaze finden sie nicht, die Alsace ist auf der Flucht. Da einfach mehr mitdenken. Da können jetzt von mir aus 2 Schiffe der Alsace hinterherfahren und der ganze Rest geht einfach straight nach unten. Schöne Treffer, aber leider nicht genug. Und der Sandra ignoriert ihn. Ne, also da muss die Aufteilung besser kommen. Man sieht ja, wo die Gegner sind. Da muss man mal so ein bisschen mitdenken. Ja, okay, was machen die jetzt? Pedro hat nicht getroffen. Was könnten die jetzt machen, um hier... Boah, wieder eine Zita, 32.000. 3 Durchschüsse, 6 Durchschläge. Was kann man jetzt machen, aufteilungsmäßig, um hier das Gefecht weiter stabil in Richtung Sieg zu halten? So, da hat die Pedro mal hier das Lava ein paar eingeschenkt. Sandra, ich habe keine Ahnung, warum der ausschließlich auf HE gespielt wird. Gerade wenn ihr so ein weiches Schiff... Großkaliber hat er gemacht. Wenn ihr so ein weiches Schiff wie die Slava steht, da kann man AP laden. Das donnert richtig rein vom Sandra. Auch das britische AP ist in der Lage, ordentlich kleine Holz hier aus den Schiffen zu machen. Ach, Kinders. So, Mino haben sie auf alle Fälle mal rausgeschossen. Ja, Fuchs braucht jetzt eigentlich gar nicht weiter mehr nach oben, also nach links fahren. Dann kann ich eigentlich schon wieder in D reinfahren, mehr oder weniger. Und ich weiß nicht, was diese Pedro da macht. Das ist verdient. Also tut mir leid, das ist eindeutig verdient. So, 11 zieht er dann insgesamt, 59 Treffer. Er frisst jetzt hier noch ein paar Torps und die tun richtig weh. 2 Abschüsse, Großkaliber gemacht. Typisches Slava-Gameplay, würde ich sagen. Alsace kassiert jetzt nochmal. Sandra fährt weg. Aber ich muss es so sagen, die Runde wird unnötig in die Länge gezogen, weil sie so passiv gespielt wird. Yamato, keine Ahnung, was die da hinten macht. Die fährt Richtung Kartenrand. So, nee, den hat er nicht mehr bekommen. Die haben da immer noch nicht die Shimakaze gefunden. Und wenn sie es drauf anlegt, dann werden sie die auch nie finden. Beziehungsweise 2 Shimas sind es ja. Und jetzt bekommt der Fuchs noch eine drauf.
Ich denke, wir können das Ganze hier beenden. Also wir wissen, wie es ausgehen wird. Aber da muss ich jetzt ein bisschen meckern. Fuchs, wenn da die erste Salve Torps kommt und die trifft dich schon, dann den Kurs ändern und irgendwo anders hinfahren, aber nicht genau so weiterfahren und hoffen, dass nichts mehr passiert. Weil das nutzen solche Spieler hier, wie er hier, nämlich aus. Und dann fährst du halt einfach schnurstracks in die nächsten Torps. Das immer beachten und vor allen Dingen halt nicht so breitseitig fahren. Aber war auf alle Fälle eine schöne Runde. Wie gesagt, wird ein Sieg werden, gehe ich fest von aus. Und 209.534 Schaden hat er gemacht. 1.000.000 potenziellen Damage getankt und sogar 19.000 Spotting Damage gemacht. Ja? Großkaliber, zwei Abschüsse halt. Was ist das? Einmal aufgeklärter oder was? Irgendwie sowas. Zwei Ausfälle, 59 Treffer, 11 Zitadellen, das ist halt übel. Aber da muss man halt auch sagen, die Gegner haben es angeboten, ganz eindeutig. Also, die sind ja alle so breitseitig gefahren. Da gehört das einfach nur bestraft und das hat der Fuchs gemacht. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, dem Ganzen hier zuzugucken. Wie gesagt, wenn ihr euer Replay kommentiert haben möchtet, von meiner Wenigkeit, 180.000 Schaden müsst ihr haben. Dann könnt ihr es einschicken und ansonsten würde ich an dieser Stelle jetzt Ende machen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.